Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic. Und ja, ich möchte heute gerade bei der Begrüßung keine großartigen Dialekte und andere Spielereien machen, denn ich habe mal durchgerechnet, heute ist eine ganz besondere Folge, denn im Prinzip ist es die Weihnachtsfolge von Silent Hunter. Und ja, wie gesagt, schön, dass ihr eingeschaltet habt, trotz Weihnachten oder vielleicht auch nach Weihnachten, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut. Allen, die es an Weihnachten gucken, eine frohe Weihnacht. Und allen, die es danach gucken, einen schönen ersten, zweiten oder auch eine schöne Nachweihnachtszeit, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt das Fest gut genossen, beziehungsweise noch vor euch. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man mit zwei verschiedenen Leuten reden muss, zwei verschiedenen Gruppierungen reden muss. Egal. Silent Hunter 5. Um das mal kurz zusammenzufassen, in der letzten Folge haben wir erfolgreich den Flugzeugträger zerstört, der uns irgendwie etwas unerwartet über den Weg gefahren ist. Wir wollten ursprünglich hier die Handelsschiffe zerstören in der Keltischen See. Jetzt ist es nur wie folgt, ich habe eben gerade noch bemerkt oder einen Funkspruch reinbekommen, dass wir jetzt das neue U-Boot zur Verfügung hätten. Ja, und gleichzeitig haben wir da oben noch einen weiteren Auftrag, nämlich die 5 bewaffneten Hilfskreuzer zerstören. Der geht aber nur bis zum 1. März. Und jetzt haben wir hier unten einen Auftrag, der geht nur bis zum 1. Juni 1940. Ergo müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Mein Plan wäre folgender, dass wir einfach erstmal diesen Auftrag mehr oder weniger ignorieren und erstmal nach Hause tuckern. Und uns dann Gedanken machen, ob wir entweder zurückfahren oder nach oben für die Hilfskreuzer umdrehen. Tja, wie gesagt, das können wir dann entscheiden. Aber wie gesagt, erstmal das neue U-Boot abholen. Soweit ich das verstanden habe, ist das halt auch schon bereit. Und bevor ich jetzt in der Weihnachtsfolge großartig dann die letzten... Wir haben ja nur noch ein paar Torpedos. Die letzten Torpedos verballere. Das kann ich mal zeigen. Wir haben nämlich folgendes Problem. Torpedos. In der letzten Folge haben wir hier von den 1, 2, 3, 5 Torpedos haben wir verballert. Und 5 haben wir noch vorne übrig. Und einen noch auf Reserve. Mit anderen Worten, das ist eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Im allerbesten Fall können wir da halt 5 Schiffe anschießen oder halt auch 6 Schiffe anschießen. Und müssen dann den Rest mit den Bordkanonen machen. Und wenn man das mal grob überschlägt, dann reicht das, wenn wir mal 120 Schuss haben und dann verballern wir für jedes minimal, also im optimalsten Fall 20 Kugeln, dann kommen wir da nicht hin. Und wenn man mal bedenkt, hier haben wir glaube ich 8 Schiffe versenkt und hier müssen wir jetzt das Doppelte versenken, anstatt 100.000, anstatt 50.000, 100.000. Wie gesagt, das ist das Doppelte. Und hier vorne hat es halt echt ganz gerade so gereicht und da hatten wir auch schon ein paar angefangen. Diesbezüglich würde ich sagen, halt wie gesagt, neuer Torpedotyp. Fahren wir mal wieder gen Heimat. Ich meine, die Jungs, die haben jetzt bei dieser, in der letzten, also zwischen der letzten und dieser Folge haben die ordentlich feiern dürfen, weil sie halt den Flugzeugträger zerstört haben. Da habe ich mal die Rumvorräte freigegeben. Nichtsdestotrotz bin ich heute mal ein netter Kommandant und genehmige den dann mal an im Bremerhaven einen kleinen Landgang mal wieder. Ich bin einfach viel zu groß für dich. Ich weiß. So, und jetzt wird es nämlich spannend. Wir müssen nämlich noch einmal nämlich durch die Straße von Dover durch. Bitte kein Kriegsschiff. Natürlich ein Kriegsschiff. Alter. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal Lücken dicht. Guck mal, wie sich der Kollege hier verhält. Tiefe beträgt. Entweder er ignoriert uns oder er jagt uns. Ich werde mal gerade auf Seerohrtiefe gehen. Ja, und ich vermute mal, es ist ja wieder dann. Ja, es ist ja vorbei. Sehr gut. Ja, der hat uns ignoriert. Finde ich gut. Ich vermute ja immer noch, das ist einer von den, also von den Zerstörern, dessen Flugzeugträger wir hier versenkt haben. Das Symbol ist übrigens nach dem Neustart nicht mehr da, leider Gottes. Ja, ich hätte halt nochmal ganz gerne vorbeigeguckt. Aber es war schon lustig. Im Prinzip war halt, das kann ich mal gerade kurz zeigen, im Prinzip war nämlich dieses Gebiet, das hier, unmittelbar hier unten und wir haben das überhaupt nicht mitgekriegt und sind da irgendwie mir nichts reingeschlittert, was wir ja nicht wollten. Ursprünglich wollten wir ja ein paar Schiffe jagen. Das hat ja dann auch schlussendlich echt geil geklappt. Aber immerhin, wir haben von
5 Torpedos haben wir 4 getroffen, der vierte war unnötig. Flugzeug in Sicht. Kurs. Na gut, das Flugzeug können wir erstmal ignorieren, das deckt uns ja eh auf. Da hier halt ziemlich viele Airbase in der Nähe sind, Airbases, das ist Plural. Ja, ihr wisst schon. Sind die Wahrscheinlichkeit, ja, ist schon wieder das nächste, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir halt überflogen werden, extrem groß. Deswegen mache ich da jetzt kein großes Drama drum. Kurs 1, 6, 7. Es sind halt immer solche kleinen Geschwader, die hier drüber fliegen. Wo hatten wir denn? Hier, ne? Ja, das waren halt die. Und die haben halt entsprechend einen großen Radius und fliegen deswegen auch ganz gerne mal hier nichts Dänisches durch die Gegend. Und decken uns auch auf. Flugzeug in Sicht. Kurs. Das mit dem Aufdecken ist aber eh relativ, weil da hinten kommen ziemlich viele Zerstörer. Und dann haben wir wieder ein anderes Problem. Da sind die Flugzeuge jetzt das kleinste Übel. Die sehen uns dann spätestens und dann müssen wir halt eh irgendwie drunter langtauchen. Ich hoffe, bis dahin haben wir auch die Batterien voll. Handelsschiff? Moment, das ist ein Handelsschiff. Ich muss ja noch an meine Weihnachtsgrüße loswerden. Denn, wie gesagt, heute ist Weihnachten. Gottes Willen. Da, Luke. Heute ist Weihnachten und das muss ich natürlich auch den anderen irgendwie mitteilen. Deswegen. Nein, ich schieße jetzt nicht auf die. Ich bin ganz nett. Fröhliche Weihnachten da drüben. Fahrt nach England und kauft den größten Truthahn, den ihr nie finden könnt. Und. Ach wie, ihr habt schon Truthähne. Ja, dann esste. Keine Ahnung. Ich könnte euch jetzt ein Feuer machen mit meiner 8-8er. Lass ich jetzt aber mal. Ich bin ein netter kleiner Kapitän. Wie gesagt, Weihnachtsgrüße an jedes Handelsschiff verteilen, was wir jetzt noch hier sehen. Ob ich dann auf der Rückfahrt die Handelsschiffe wieder angreife, das lasst man mir überlassen. Das lasst mal bei mir, das entscheide ich. Aber auf der Rückfahrt nach Hause, da sind wir ein netter, lieber Kommandant, der keiner Fliege und keinem Handelsschiff was zuleide tun möchte. Und ja, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Hier könnte halt jede Sekunde gleich ein Kriegsschiff auftauchen. Nee, es ist ein Handelsschiff. Ah, da muss man wieder. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Versenke so und so viele Bruttoregistertonnen in der so und so See. Gut. Punkt A, die sind nicht in unserem Operationsgebiet. Und Punkt B, die sind wahrscheinlich noch nicht mal bewaffnet. Aber wir können uns den ganzen Quatsch mal angucken. Hallo liebe... Alter, sind das viele. Hallo liebe Schiffe, hallo lieber Kampfverband. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnacht. Kauft euch irgendwo einen Tannenbaum und stellt den bei euch auf. Und ach egal, scheiß doch einen Grund drauf. So, ist das da vorne? Was ist denn das da vorne zum Fick? Ist ein Kriegsschiff, ne? Ein ganz normales. Das sieht irgendwie so besonders aus, aber. Ne, ich glaube, es ist ein ganz klassisches Kriegsschiff. Aber coole Sache, ganz ehrlich. Tja, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, würden wir die angreifen. Wir haben einen Kampfverband gesichtet. Kurs 103. Wie gesagt, wir greifen heute keinen an. Also jetzt erstmal für den Anfang. Natürlich nachher. Alter, wie viele sind denn das? Ach du Scheiße, warte mal, es sind 4. Kampfverband gesichtet. Kurs 2, 5. Mal 5, ne? Es sind über 20 Schiffe. Also mit dem hier 21. Leck mich fett. Also mit einem großen U-Boot und entsprechend vielen Torpedos. Und ein bisschen Zeit und keinem Kampfverband. Also keinen Kriegsschiffen. Da geht das dann ordentlich ab hier. Dann hältst du einmal rein. Am Horizont. Kurs 1. Und dann schnitzelst du. Gut, das sind Handelsschiffe schon wieder. Ach, wir müssen wieder Weihnachtsgrüße verbreiten. Auch dir da hinten eine gesegnete Weihnachten und auf dass dich das Christkind gut beschere und dass wir uns hoffentlich nie wiedersehen. Also hoffe ich für dich. Und ich hoffe für ihn auch, dass er sich nicht in meinem Operationsgebiet aufhält, wenn wir uns nochmal wieder treffen sollten. Aber solange er hier rumtuckert und ich keinen Auftrag für ihn habe, da fasst mich der Geister Weihnachten und ich töte niemanden. Ist doch schön, oder? Eigentlich müsste ich jetzt den Friedensnobelpreis bekommen für meine Aktion, aber keine Ahnung, das Komitee hat noch nicht darüber entschieden. Oh, shit. Warte mal. Maschinenstopp.
Wir lassen den einfach mal vorbeiziehen. Wie wär's denn damit? Natürlich müssen die uns genau in dem Moment kreuzen. Ist ja auch ein Kreuzer. Ja, ist so schlecht. Entschuldigung. Ne? Wisst ihr, kennt ihr. Langsame Fahrt voraus. Fahrt Ja. voraus. Kurs 2, 0, 0. Ich fühle mich ein bisschen verarscht hier mit den Flugzeugen. Im Endeffekt dürfen wir dort da vorne eh gleich tauchen. Ist doch genau das gleiche. Zwischen Dover und Calais geht doch hier die Uzi ab. Übrigens interessante Hafenstruktur. Und bei Dover auch? Nee, Dover hat einen ganz klassischen. Ich könnte jetzt nochmal die Geschichte von London damals zitieren, aber ich kann mich wie gesagt nicht daran erinnern, welche Form der Hafen hatte, da ich mit Kotzen beschäftigt war. Und es kackendreist düster war. Man nichts gesehen hat. Und wenn man nach oben gegangen wäre, hätte man Sturm, Seewasser und eine andere Substanz, die ich nicht weiter beschreiben möchte, entgegengebracht bekommen. Wie gesagt, das war, ist jetzt nicht so toll. So, Handels- oder Kriegs? Kriegsschiff. Wie viele Meter haben wir denn unter Bug? 50. Ja, Kinders, dann mache ich mal Folgendes. Neue Tiefe 2, 2 Meter. Ne, wir machen nicht 2 Meter, wir machen. Wie viel waren es? 40, ne? Tiefe 50, unter Kiel Entschuldigung. beträgt und 50 Machen wir doch mal. Meter, Herr Kaloin. Komm, machen wir mal Neue 30 Tiefe Meter. 2, 8 Meter. Und bei der Fahrt bleiben wir mal bei. Vielleicht bei 3, wir Fahrt müssen es nicht voraus. übertreiben. Tiefe beträgt 1, 0 Dann sparen Meter. wir auf jeden Tiefe Fall beträgt. Sprit, also. Treibstoff, also. Strom. Danke. Und werden nicht so schnell gehört. Gucken wir mal rein. Jupp. Ja, wir verbrauchen halt langsam Stück für Stück ganz kontinuierlich unsere Batterie. Dann sollte es aber nicht so schlimm sein, solange wir hier einfach ungeschadet langtauchen dürfen, können. Es sind halt massig viele. Man guckt sich nur die Peilung an. Blau sind in dem Falle die Kriegsschiffe und schwarz sind in dem Falle dann die Handelsschiffe. Und für diejenigen, die farbenblind sind, es ist eine ganz minimale Blau-Tendenz hier in dem Moment. Gibt es eigentlich so eine Farblindheit, irgendwas mit Blau? Also es gibt ja Rot-Grün. Gibt es auch irgendwas mit Blau? Eine Farbschwäche für. Nee, nicht euer Ernst, Alter! Jedes Mal, wenn ich hier Konvoi suche, also Konvois, Plural suche, finde ich keinen. Und dann, wenn ich keinen suche, kommt der Scheiß, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch absolut verkackeiern. 0 Meter. Ihr wollt mich doch. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, mein Funker hat gerade ordentlich zu tun, mein Sonarspezialist. Gut. Tief unter Kiel, 17 Meter. Wir fahren sehr arg auf Grundeis. Also sehr knapp. Tiefe unter Kiel beträgt Theoretisch, so rein 15 Meter, Herr theoretisch, Kaloin. dürften wir doch, wenn wir hier mal gucken, schnell den Meeresboden doch schon sehen, oder? Bei 17 Meter ist doch nichts. Tiefe unter Kiel Ja, beträgt 27. Ich halte ja die Klappe. 27 Meter, Herr Aber Kaloin. man sieht einen Meeresgrund. Ja, irgendwie ein bisschen schlicht, ne? Sand mit ein paar Steinen, mit ein bisschen Geröll. Ah, okay, er lädt nach. Ich habe nichts gesagt. Ja, ansonsten ist es relativ unspektakulär hier gerade, keine Schiffe in der Nähe. Beziehungsweise es sind schon Schiffe in der Nähe, aber die wollen wir ja nicht kontaktieren. Das sind ja die blauen Schiffe und blau ist immer schlecht. So, machen wir das Rohr rein. Damit, wenn wir auftauchen, nicht direkt erkannt werden. Es ist tatsächlich so, dass nämlich dieses Rohr, je weiter es eben rausguckt, auch entsprechend früher gesichtet wird. Sonst gucken wir nochmal, wie die Schiffe sich verhalten, ob die Peilung weggeht oder. Prinzipiell sieht das eigentlich ganz gut aus, bis auf die eine Peilung, die hier eben gerade noch war, die ziemlich nah dran lag. So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal auf Seerohrtiefe. Dann kann der Funker nämlich noch ein bisschen besser gucken. Schaut aber gut aus, deswegen können wir auftauchen. Oder täusche ich mich da? Nein, ich täusche mich nicht. Es stimmt. Dann gehen wir volle Pulle, damit wir ein bisschen schneller nach Hause kommen. Und vor allen Dingen schneller auch hier wegkommen, also von Dover. Ich denke mal, wenn man taucht, ist einfach Stufe 3 die beste Stufe. Da kann man entspannt durch die Gegend tuckern.
ohne dass man jetzt die ganze Zeit gestört wird und vor allen Dingen, dass die Batterien leer gehen. Wenn man dann gejagt wird, wie wir neulich in der letzten Folge, dann ist vielleicht auch manchmal 5 gar nicht so verkehrt, wenn man halt auf tiefer Fahrt ist, also viel Wasser unterm Kiel hat, dann taucht man halt einfach ab und gibt voll Stoff, damit man abhauen kann. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist ja die wir, glaube ich, auch letztes Mal angewandt haben. Auch tief tauchen, damit die Peilung verlieren und dann halt eben leise Fahrt geben, also ganz kontinuierlich langsam Fahrt, damit man sich langsamer aus dem Gebiet rausschlängelt. Es muss man immer von Situation zu Situation entscheiden, was jetzt an der Stelle mehr Sinn macht. Das eine Mal ist halt der Zerstörer blöd und das andere Mal ist er halt schlau, und wenn er schlau ist, dann muss man halt wirklich sehr vorsichtig vorgehen. Ansonsten war es das relativ schnell. Ja, Wasserbomben sind auch übrigens tödlich, ne? Hat ihr schon mal erwähnt? So, dann haben wir tatsächlich nochmal die Fahrt nach Bremerhaven geschafft. Und ja, ich weiß, wir müssen da rein, klar. Aber ich probiere mal hier anzulegen und dann können wir die Auto-Docking-Geschichte dann auch dem Spiel überlassen. Da habe ich jetzt keinen Bock, mich da rein zu manövrieren, wenn ich ehrlich bin. Wäre aber möglich. Also wäre tatsächlich möglich. Im Prinzip ist es ja dann so, dass man sich dann Fahrt legt, auch so wie man den nach vorne macht, und den dann einfach das Schiff auf Rückwärtsfahrt gehen lässt. Ich hoffe mal oder ich denke mal, dass wir das noch früh genug irgendwann sehen, wenn wir nämlich irgendwann mal in Kollisionsgefahr geraten mit freundlichen, befreundeten Schiffen. Eskorte in Sicht. Kurs 1, 2. So, eigentlich müssen wir den Kollegen hier über Wasser auch noch fröhliche Weihnachten wünschen, ne? Ja, heute ist die Weihnachtsfolge. Ob die ein bisschen länger geht, kann ich auch noch nicht sagen. So, war denn der Kollege hier, der Dulli? Da vorne. Fröhliche Weihnachten. Euch da hinten im Leuchtturm auch. Fröhliche Weihnachten. Schön, dass ihr uns den Weg weist. Dir da auch. Eine fröhliche Weihnacht. Und, ja. Bremerhaven, schön, dass du da bist. Mist, jetzt habe ich gar kein Geschenk vorbereitet. Jetzt laufe ich einfach hier Bremerhaven an, ohne Geschenk. Aber vielleicht haben die ja eins für uns. Man weiß es ja nicht. Oh, ihnen wurde das Kommando über ein neues U-Boot übertragen. Nehmen Sie an. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Maschinenstopp. Dankeschön. Ein U-Boot. Das kommt aber von Herzen. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Wahnsinn. Ich merke gerade so innerlich, wie die Hälfte der Zuschauerschaft sich einfach nur gerade mit der Faust ins Gesicht schlägt und sagt, bitte, geh raus, Witz, dieser Gag ist so schlecht, stirb, Alex. Und die anderen finden es lustig, weil die genau auf meinem Humor sind. Für die Geschädigten, also für die, die sich selbst ins Gesicht schlagen mussten, den würde ich natürlich auch unentgeltlich ein kleines Aspirin zukommen lassen, irgendwann mal später im Zuge einer Verlosung von, keine Ahnung, zum Beispiel der tollen Gaming-Maus. Ach, was weiß ich. Und dann gehen die Kopfschmerzen auch weg. Ist nur ein bisschen problematisch, so gerade vor Weihnachten, ne, also gerade jetzt an Weihnachten, mit dem Versand. Da ist keine Post offen. Das ist schwierig. Ja, mit wem sprechen wir zuerst? Ich würde sagen, wir motzen mal ein bisschen unsere Karre auf. Pimp mein U-Boot. Ja, mein U-Boot braucht ein paar technische Verbesserungen. Klar, was wünschen Sie? Vergrößerter Typ 7B und Vertyp 7B, keine Ahnung, Turmversion 2. Ja, jetzt ist die Frage. Wollen wir Typ 2 nehmen, also Turmversion 2? Dann könnten wir theoretisch mit einer zweiten Flak auftrumpfen. Oder wir nehmen Turm 1, können dann noch nach hinten durchlaufen. Ich glaube, die allgemeine Meinung herrscht hier gerade vor, dass wir den doppelten Turm nehmen, denn der eine Turm, das ist halt schon fast so der Standardturm, ne? Das ist halt nichts. Komm, dann nehmen wir den doppelten Turm, dann haben wir nämlich die eine Flak, die hinten war, auch nochmal aufgebockt. Das bedeutet, auch bei etwas höherem Seegang können wir da ungestört hoffentlich auch noch mehr oder weniger schießen. Das wird so nach hinten losgehen. Deswegen ausrüsten. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben Deckgeschütz, könnten wir vielleicht irgendwann mal aufrüsten. Noch nicht. Flak auch noch nicht.
Achterdeck, das ist die zweite, kommen wir auch noch nicht. Ja, dann haben wir das schon mal hinter uns. Gucken wir bei den Sensoren noch mal rein. Da haben wir schon alles freigeschaltet. Den hier haben wir noch gar nicht. Also die Radarwarnempfänger und die Täuschkörper. Was wir jetzt aber haben, sind die Tigerstreifen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das die Tarnung war, die ich... also im Uplay Store, oder wie das Ding heißt, konnte man sich damals, oder kann man aktuell auch noch, mit diesen Uplay Points sich eine Tarnung kaufen. Ich meine aber, das wäre eine gepunktete gewesen. Und deswegen bin ich gerade gar nicht sicher, ob das die war. Ich glaube nicht. Aber da wir ja sowieso eine Menge Ansehen haben, würde ich sagen, ballern wir uns mal die Tigerstreifen drauf. Sieht halt schon irgendwie cool aus. Ich meine, wenn man es kann. Und als Mailing können wir uns ja mal angucken, was es hier gibt. Guck mal hier, das ist doch was. Meerjungfrau mit der kleinen britischen Flagge, das passt eigentlich. Hier mit dem britischen Wappen. Durchgestoßen mit einem Torpedo oder halt einem Schwert. Ist auch nicht schlecht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Easy Doozy? Ach nee, Easy Doozy. Wirklich, Doozy. Ja. Schwertfisch. Ist ziemlich viel mit Schwert, ne? Hier der Krake. Oder hier das große U. Es sind schon coole Sachen, ne? Erhobenes Schwert. Der deutsche Adler. Das hier hatten wir das letzte Mal, ne? Zorn. Das fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Ich würde aber tatsächlich mal die Meerjungfrau nehmen, einfach nur, weil wir es können. Wenn ihr andere Wünsche habt, dann könnt ihr das natürlich im Laufe des Let's Plays einfach mal reinschreiben. Ich kann auch alle einfach mal querbeet durchprobieren. Aber jetzt so für den Anfang, weil es mir irgendwie gefällt, würde ich mal sagen, die Meerjungfrau. Ne? Wird ja wahrscheinlich nicht schaden. Und wenn mir die Männer spitz werden, auf dem Deck, dann werden die halt... Ja, dann werden die halt unter Deck befördert. Das ist mir auch scheißegal. Da bin ich dann konsequent. So, was haben wir denn hier? Antrieb elektrisch? Nee, 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 elektrisch kommen wir nicht ins Haus. Na, komm, weg damit. Bist auch elektrisch? Ich sehe es dir doch an. Elektrisch? Ja, komm. So. Dann machen wir hier wieder den klassischen Torpedo rein. Und hier nochmal den klassischen Torpedo. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wie beim alten Torpedo, wie beim alten Ding. Und hier nochmal 4, auch wie beim alten, aber wir haben noch eine Außenreserve von vorne. Und wir haben für hinten auch nochmal 2, beziehungsweise 2 mehr bekommen. Ja, es hält sich in Grenzen, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser, mehr Torpedos dabei zu haben. Ich hoffe halt, klar, jeder einzelne zählt da. Ist relevant. Ja, und dann würde ich sagen, passt. Ja, Herr Kaloin. Dankeschön. Sie werden Ihre Dame nicht mehr wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig bin. Ja. Willkommen zurück, Herr Kaloin. So, dann holen wir uns mal neue Einsatzbefehle und können uns mal überlegen, was wir machen. Das hier überspringen wir, weil das sind immer noch die gleichen Einsatzbefehle. Ja, wie gesagt, was wollen wir machen? Oh, was ist denn das hier? Die HMS Eagle, okay. Wollen wir die Mission erfragen oder wollen wir die Mission erfragen? 5 bewaffnete Hilfskreuzer, Kinders. Was macht mehr Sinn? Im Prinzip macht das ja mehr Sinn, weil das näher weiter weg liegt. Und früher endet. Und hier hoffe ich halt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wann Frankreich gefallen ist. Beziehungsweise wir wissen ja noch nicht, wann Frankreich fällt, offiziell in der Story. Aber ich sage jetzt mal Roleplay-technisch, die Berichte von der Front verlautbaren Gutes. Oder unser liebenswerter Führer hat halt gesagt, dass er Frankreich sich bald an den Nagel reißt. Ja, komm. Wollen wir das hier oben machen? Oder wollen wir das da unten machen? Ich tendiere hierzu. Dann machen wir die Blockade von Deutschland. Hoffentlich auch noch fertig. Wir haben 5 bewaffnete Hilfskreuzer vor uns und einen Arsch voll Torpedos. Und dann können wir halt nochmal Nachschub holen. Irgendwo an einem Hafen wie zum Beispiel Helgoland oder so. Übrigens, das U-Boot ist noch nicht aufgerüstet. Das ist noch die alte Variante. Gleich, wenn wir auf Feindpfand gehen, dann ist es wieder aktualisiert. Was ich auf jeden Fall sagen wollte ist... wie gesagt, wir machen jetzt den Auftrag, fahren dann nach oben, erledigen ihn hoffentlich auch erfolgreich. Und wenn es dann die Möglichkeit ergibt, holen wir einfach in irgendeinem x-beliebigen Hafen ein paar Torpedos auf und fahren direkt wieder weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Feindfahrt.
So, und da hat man jetzt auch wieder den nächsten Ladescreen, den ich nicht rausschneide. Das hat die Umfrage ja ergeben. Was heißt denn hier verloren? 538 in Kommandanten auf See. Ist damit gemeint verloren im Sinne von flupp über Wasser? Oder flupp im Sinne von erschossen? Oder flupp im Sinne von, okay, ich ergebe mich? Ich meine, von 1100, das ist, sind 500 schon die Hälfte. Fast die Hälfte, ne? Ist klar. Das ist über den Daumen gepeilt nicht ganz so gut. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was damit mit verloren gemeint ist. Aber ich könnte mir denken, dass damit einfach gemeint ist, dass das U-Boot beschädigt wurde, zerstört wurde und irgendwie sowas in der Richtung. Aber was die Theorie angeht, bin ich wieder ein bisschen skeptisch, weil es ja bedeuten würde, dass auch das U-Boot wegfallen würde, ne? Also kaputt gehen würde. Wir erreichen unseren letzten Wegpunkt. Möchten Sie einen neuen Kurs berechnen, Herr Kollege? Ja, möchte ich gleich. Mache ich. Ich möchte mir nur ganz gerne mal erstmal... Alter, haltet doch mal die Klappe hier. Ich möchte gerade erstmal das U-Boot angucken. So, hier ist die allseits bekannte 8-8er und mir wurde ja in den letzten Folgen noch gesagt, ich darf die nicht Flak nennen, was ich ab und zu immer ganz gerne tue. Pack kommt da im Prinzip schon näher dran, aber ich würde einen neuen Begriff einführen und zwar Sack Seeabwehrkanone. Und den werde ich jetzt noch eiskalt diese Folge durchhauen und auch noch in der nächsten Folge mit reintragen. Also wenn ihr ein Problem mit der Sack habt, dann geht mir nicht auf den Sack, ne. Ja, hier vorne hat sich relativ wenig getan. Ich vermute mal, hier drunter ist der Außenreservetorpedo. Hier unter der Luke. Schaut zumindest irgendwie so aus. Ich habe keine Ahnung. So, und ansonsten hat sich hier nicht so viel getan. Dann würde ich sagen, Jungs, gebt mal kleine Fahrt nach vorne und wir verlassen mal hier den Bereich und macht vielleicht mal das Seerohr rein. Wir wollen das Ding ja nicht abbrechen. Und ja, wenn es entsprechend weit rausragt und wir dann dagegen fahren, dann ist das Seerohr nach 3 Sekunden schon hops. Es bricht zwar nicht ab, aber es nimmt halt Schaden und ist dann am Ende zerstört. Und ein kaputtes Seerohr kann ich halt schon direkt bei der ersten Feindfahrt einfach nicht gebrauchen. So, hoch hier. Tja, es ist halt der Nachteil, jetzt kommen wir einfach nicht mehr nach da hinten. Eben wegen dem zweiten kleinen Geschützturm. Ja, aber das sollte eigentlich kein Ding sein, oder? Langsame Fahrt voraus. Halbe Fahrt voraus. Gut, dann geben wir mal ein bisschen Stoff. Und verlassen hier erfolgreich und hoffentlich auch siegreich dann später diese kleine Bucht, das kleine U-Boot-Stützpunkt-Gedöns. Es ist immer lustig, wenn ich einen Satz anfange und keine Ahnung habe, wie ich den beende. Ja, das liegt übrigens auch an der mitunter etwas späten Uhrzeit. Aber so ist es nun mal. Vorher habe ich halt irgendwie keine Zeit und keine Möglichkeiten, deswegen ergibt sich dann halt immer die späte Uhrzeit. Und ich werde auch in den nächsten Folgen noch immer drüber rumheulen, dass das halt spät ist, ne? So, jetzt probiere ich hier mal um die Kurve zu fahren und das U-Boot nicht gegen die Kante zu hauen. Was mir sogar auch noch gelingt. Und ich habe hier eben... Ah, guck mal, da ist ein U-Boot-Kollege. Das ist ein U-Boot. Wollen wir mal vorbeifahren? Vielleicht kriegen wir das ja hin. Das wäre natürlich übel geil, wenn wir den noch treffen könnten, ne? Nein, fahrt mir nicht in den Weg. Fahrt mir nicht in den Weg. Ich will den Kollegen noch sehen. Der taucht gleich ab und dann ist er weg. Ey, der hat ganz schön Speed drauf hier. Aber wir holen ihn, glaube ich, ein. Ich meine, wir sind ja eine flinke Mannschaft. Wenn der jetzt auf Tauchfahrt ist, ne? Dann setzt es eine Schelle. So, Kollege. Wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt sehen können. Das wäre natürlich übel geil, ne? Wo ist er? Ich sehe hier nichts. Du willst mir das ja wohl verkacken, oder? Ach doch, da ist er! Ach, guck mal! Ist das lustig? Das ist ein U-Boot-Kollege. Das ist ja lustig.
Ich find's cool, dass hier auch ein U-Boot rumfahren, möchte ich kurz noch anmelden. Wollen wir dir mal einen kleinen Schuss vor den Bug setzen, damit er sich erschrickt? Das ist doch Schmitz hier, das ist der Schmitz von der U21, ne? Oder U, keine Ahnung, leck mich ja am Arsch. Finde ich cool, dass man das mal sieht. Ist der Typ 7B, ne? Haben wir eben gerade gelernt, das ist der andere Turm. Wir haben hier noch den Doppelturm, die sind cooler. Wir haben ein Ding mehr. Ja, und ich sollte aufhören. Das sind übrigens die ostfriesischen Inseln, wurde mir ans Herz gelegt. Ja, ich bin nicht ganz so blöd. Nee, wie gesagt, danke, ne? Ich habe halt echt in dem Moment keine Ahnung gehabt. Ich stand da voll auf dem Schlauch. Aber das liegt an verschiedenen Gründen, das kennt er ja mittlerweile, ne? Sollte eigentlich Standard sein. Gut, dann versuchen wir nochmal schnell nach da oben zu kommen. Und sagen dem der Heimat, leb wohl. Nicht auf nimmer wiedersehen, aber auf vorerst nicht mehr so schnell wiedersehen. Zumindest hier, was den U-Boot-Hafen angeht. Denn wenn wir uns Torpedos und so weiter holen wollen, dann können wir das natürlich auch hier zum Beispiel, gerade hier in Helgoland, das ist ja der Hochseehafen, sag ich mal schlechthin. Und da sind U-Boot-Torpedos auch an der Tagesordnung. Die wissen, dass wir da kommen. Es ist ein Marinestützpunkt. Die haben definitiv was vorrätig. Gerade für so schnuckelige kleine Leute wie mich. U-Boot-Kommandanten wie mich, ne? Ein bisschen aufpassen, jetzt kommen wir wieder in englisches Hoheitsgebiet. Das bedeutet unter Umständen, dass da ja natürlich wieder Flugzeuge kommen, ist klar. Ich will aber die Hilfskreuzer zerstören. Und mir wurde tatsächlich jetzt auch schon ein kleines Briefing unterzogen, also ich habe mich informiert, wie denn überhaupt ein Hilfskreuzer auszusehen hat. Angeblich sind die gekennzeichnet als Handelsschiffe, also sehen aus wie Handelsschiffe, sind aber gekennzeichnet anscheinend als Kriegsschiffe. Deswegen müssen wir bei einer Kriegsschiffpeilung auch mal gucken, ob das vielleicht die Hilfskreuzer sind. Die haben zwei Türme, zwei Schornsteine und sind halt ein bisschen eckiger als ein Handelsschiff und sind halt wie gesagt mit MGs und ich glaube nur, ja, Flaks, glaube ich, bewaffnet. Also, ja, vernünftig. Oh, guck mal hier, da ist schon das erste Handelsschiff. Gucken wir nochmal vorbei, ob's eventuell begleitet wird. Und wie gesagt, ob die wirklich neues Kriegsschiff ausgebrandmarkt werden, das weiß ich noch nicht. Das muss ich nochmal gucken. Das war jetzt auch noch. Scheiße, der ist an uns vorbeigefahren. Leck mich. Da hat man gerade so eine kleine kurze Peilung gesehen, ne? Und das war er. Na komm, fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Ja, ein bisschen entspannt, ne, so an Weihnachten. Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen durch die Gegend tuckern. Ja, das zugewiesene Gebiet abfahren, ihr seid mir lustig. Wie soll ich das zugewiesene Gebiet abfahren, wenn da nichts kommt? Da kann ich lange rumfahren. Einfach mal so ein paar Achter. Solange der Mannschaft nicht schlecht wird, ist die Welt ja noch in Ordnung. Im Prinzip könnten wir natürlich auch die anderen Häfen hier mal absuchen, ne? Sehen wir mal gerade hier das hier. Das. Damit wir so ein bisschen durch die Gegend tuckern können, während ich mir die Häfen angucke. Eventuell finden wir ja was. Gut. So rein technisch gesehen haben wir hier unsere... Na komm. Hier unsere Route. Das bedeutet, wenn die hier hin möchten, dann müssen sie in einen von den drei oder vier Häfen. Zum Beispiel den hier. Die HMS Nelson und die HMS Warspite, keine Ahnung. Da unten haben wir was. Was haben wir denn da? Handelsschiff. Wollen wir mal vorbeigucken? Das Ding ist doch garantiert schon wieder woanders. Neuer Wegpunkt. Oh! Laufen Sie ein neues Zielgebiet an, BDU. Und das Zielgebiet, ach, da hinten. Okay. Ja, machen wir. Wenn wir hier nichts finden, dann kann ich ja nichts dafür. Ansonsten müssen wir vielleicht mal wirklich die Häfen abklappern, wenn wir hier nichts finden. Stornoway. Loch Eve. Lerwick. Ja, ich finde diesen Namen klasse.
Tross waren. Ja, manchmal liegen ja, wie gesagt, in den Häfen auch ein paar coole Schiffe. Aber so wie das ausschaut. Also hier zum Beispiel sind ein paar in Scarpa Flow. Ist aber, wie gesagt, kein Garant. Die können da drin liegen, müssen aber nicht. An der Stelle weiß ich jetzt aber auch nicht, ob wir vielleicht nochmal irgendwann die Aufgabe bekommen, die Teile zu zerstören. Das ist die große Frage. Ja, und dann ist die nächste Frage, ob wir da einfach in den Hafen reinfahren können oder ob wir dann beschossen werden, zum Beispiel von Minen. Also ob da Minen platziert sind im Hafen. Ah, da war was, da war was, da war was, da war was. Und da kommt... Oh, scheiße, Maschinenstopp. Warte mal. Es ist schon wieder einfach nur eine Peilung, die ins Leere führt, ne? Neuer Wegpunkt. Kurs 4. Fahren wir einfach mal ein bisschen noch durch die Gegend. Ich meine, hier sollte jetzt ein bisschen mehr Verkehr sein. Das ist natürlich immer Ärger... Oh, warte mal, da war doch was. Da war was. Kurs 3, 5, 4. Was sind 3, 5, 4 hinter uns, oder wie? Ja, ich müsste jetzt vielleicht nochmal irgendwie die Navigation hier lernen. Definiere denn bitte schön Kampfverband hier. Ja, fahren wir mal nach da hinten und gucken mal, ob wir den tollen Kampfverband denn überhaupt sehen. Ja, toll. Das ist, wie gesagt, es war eine Peilung, die ins Leere führt. 15. November schon. Ah, nee, da war was. Da war was, 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 da war was. Nein, da oben. Hör auf. Stopp. Oh, die Steuerung ist so hakelig, ne? Neuer Wegpunkt. Kurs 114. Äußerste Fahrt voraus. So, mal gucken, ob wir jetzt noch was, ob wir den jetzt noch erwischen. Ja, da vor uns ist die Peilung. Irgendwo hier, warte. Ja, doch, 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 hier, 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 hier. Keine Ahnung. Hallo? Da vor uns. Schiff in Sicht. Handelsschiff. Wollen wir mal gucken, ob das das gesuchte Schiffchen ist. Ja, sehr gut, oder? Das ist doch eins. Nee, ist es nicht. Nein, das ist nicht. Das ist nur ein Turm. Schade drum. Hätte ich jetzt gerne versenkt. Aber wenn die Peilung da nur Scheiße bei ergibt, dann kann ich da auch nichts dran ändern. Ja, das ist das Falsche. Also wie gesagt, ich suche halt ein Hilfsschiff, was halt zwei Türme hat und gepanzert ist. Also auch bewaffnet ist. Ja, schade drum. Wäre schön gewesen, wenn wir da was gefunden hätten. Lassen wir den Kollegen ziehen. Der hat Glück. Heute. Noch. Und wir müssen diese verdammten Hilfskreuzer finden. Wo liegen die? Guck mal, da kommt uns doch ein Schiff entgegen. Dann kommen wir ihm doch mal entgegen. Ah, da war's. Da war gerade was. Stopp, 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 stopp. Also erstmal hier, ne? Handelsschiff. Wollen wir mal gucken. Und dann haben wir noch eine Peilung obendrauf noch hinter uns. Ja, es ist ein klassisches Handelsschiff. Nee, die suchen wir nicht. Die suchen wir nicht. Fangen wir mal auf die Peilung zu hier. Das ist im Prinzip eigentlich auch nur ein Handelsschiff, oder? Handelsschiff. Wir gucken halt immer nach. Es könnte sich ja um wirklich ein richtiges Schiff handeln. Nein, das ist auch wieder nur ein ganz klassisches Handelsschiff. Ein 0815 Handelsschiff. Wenn wir jetzt gleich nichts finden, dann bin ich echt kurz davor, einfach mal ein Handelsschiff zu beschießen und mal zu gucken, was passiert. Kinas, Kinas, Kinas. Neuer Kontakt. Laufen Sie neues Zielgebiet an, ja. In großer Entfernung fahren wir hinterher. Und wir müssen ja eh ein neues Zielgebiet abfahren. So. Was sind wir denn für einer?
Klassisch oder... Ja, klassisch. Ach, lästig. Hier fahren nur, nur normale Frachter rum. Hier, die fahren tatsächlich wirklich ganz strikt auf dieser Drecksroute, ne? Das ist unglaublich. Zumindest scheint mir das so jetzt von dieser Markierung. Dass sie irgendwie hier an der Küste langfahren und dann darunter. Deswegen fahren wir einfach mal hier ein bisschen rum. Und gucken mal, hoffen wir ein bisschen auf ein bisschen Glück. Jetzt haben wir schon den 17. November. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Bald ist sogar Ingame Weihnachten. Meine Güte, kommt doch mal. Da wird man jetzt langsam echt... Oh, scheiße. Wird man ein bisschen ungeduldig. Und wahrscheinlich ist es so, wenn ich, je mehr ich mich beschwere, desto wahrscheinlicher wird es, dass gleich echt ein großer Kampfverband auf die Fertige kommt. Was ist denn jetzt los? Wo ist denn jetzt das Gebiet? Moment, was kam da jetzt gerade für eine Meldung? Ich wollte mal kurz nachfragen. Meldung gefunden oder? Setzen Sie den laufenden Einsatz fort oder halten Sie 2 Stunden lang Funkstille? Achso, halten Sie 2 Stunden lang Funkstelle. Ja. Das ist jetzt irgendwie blöd. Oh, wir haben wieder 7 Punkte zu vergeben. Das können wir natürlich direkt hier machen. Brauchen wir noch nicht mal den Kollegen hier anfragen. Ja, dann machen wir das doch auch mal. Torpedoschütze. Warte mal, ich wollte mal Maschinisten nachfragen, ne? Da. Nee, eben nicht. Genau der Falsche. So, ihm hier. Was hat er denn nochmal batterietechnisch? Schnellere Batterieladung, ja. So abzustimmen, dass hier geringfügig mehr Fahrt möglich ist? Ja, nee. Ich verteile mal hier 2 Punkte auf die schnellere Batterieaufladung. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. So, dann machen wir bei dem Torpedo mal mehr Effizienz rein, definitiv. Größere Reichweite und größere Schadenswirkung, definitiv. Kloppen wir rein. Und dann haben wir noch 2 Punkte, die wir frei vergeben können. Wer hat denn da aktuell noch wenig? Der Smoothie auf jeden Fall, der hat ganz wenig aktuell. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber da kann ich ja nichts für, das ist halt einfach so. Im Prinzip sorry. Ja, maximale Tauchtiefe brauchen wir, wie gesagt, auch noch nicht. Das schnellere Auftauchen machen wir nochmal 1 Stufe. Und dann gehen wir vielleicht auch nochmal zum Geschützführer, da oben. Und geben dem nochmal ein bisschen Effektivität für die Hauptgeschütze. Ja, dann haben wir wieder die Punkte verteilt. Fahren wir noch ein bisschen auf Streife, sag ich mal. Und dann, wenn sich jetzt nichts ergibt, dann muss ich leider Gottes die Weihnachtsfolge ohne Feindkontakt beenden. Was ein bisschen schade wäre. Ja, aber es sieht halt echt schlecht aus, ne? Im Prinzip tuckern wir hier lang und niemand kommt auf die Idee, mal bei uns vorbeizugucken. Ich weiß nicht, wo die hier lang tuckern und wer sich das ausgedacht hat. Aber ich finde halt hier gerade nichts. Keine Hilfskreuzer, die hier irgendwie durch die Gegend tuckern. Einfach non-existent. Da hinten haben wir was. Handelsschiffe. Das sind wahrscheinlich wieder ganz klassische Handelsschiffe. Ja, Kontakt wieder verloren. Herrlich. Nep, da war was. Neuer Kontakt, Frachter mit langsamer Fahrt, entfernt sich. Ist aber wahrscheinlich 7, auch wieder nur ein klassischer 5, in großer Frachter. Entfernung. Erreichen das Ende der Wegstrecke. Ja, das ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nur ein einfacher Frachter. Neuer Wegpunkt. Damit Kurs wir die Folge jetzt aber gleich nicht so beenden wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Würde ich sagen, dass wir uns nochmal in einen der Häfen hier begeben und da nochmal ganz dreist, würde ich schon fast sagen, nachgucken, ob da irgendwas ist.
So, und was haben wir denn da? Das schaut aus wie ein normaler Frachter tatsächlich, wie ich es schon erwähnt hatte. Wie ein ganz klassischer, verschissener Frachter. So, dann gucken wir jetzt mal nach draußen. Ja, ist auch wieder ein klassischer Frachter. Das ist etwas lästig. Das sind ganz normale Frachter. Gut, dann geht's auf, meiner Meinung nach, mal in einen der Häfen. Wir fahren natürlich die Strecke entlang, ne? Klar, ergibt sich von selbst. So, so, so. Und da der Hafen am nächsten liegt und da ein paar Schlachtschiffe sind, würde ich sagen, dass wir da einfach mal vorbeigucken. Und mal Hallo sagen. Ja, vielleicht wird es ja gewertet. Man weiß es ja nicht. Wäre halt echt cool, wenn da wirklich was wäre, ne? So, Stufe 5. Wir geben Stoff, damit wir noch was erreichen. Und jetzt kommt so der allerletzte Meter kurz vor dem Hafen. Kommt dann auf einmal Feindkonvoi und alle 5 Hilfskreuzer auf einen Schlag. Das wär's. Das wär's halt wirklich. Aber im Prinzip müssten die doch hier eigentlich nur, die müssen doch in den Hafen reinfahren, oder? Das geht auch gar nicht anders. Wenn sie halbwegs clevere Hilfskreuzer sind. Gut. Vorsichtig. So, was haben wir denn da? Auf jeden Fall ein Kriegsschiff. Das ist schon mal halbwegs eine gute... das mal sage. In großer Entfernung. Das scheint mir aber wie ein klassisches Kriegsschiff zu sein, welche wir ja jetzt nicht unbedingt treffen wollen. Wir wollen ja spezielle Kriegsschiffe. Und zwar unsere kleinen Hilfskreuzer. Obwohl ich der ganzen Sache nur Glauben schenke, wenn ich das jetzt auch endlich mal sehe. Genau, wir tauchen ab. Wir tauchen ab auf Seerohrtiefe. So. Einmal unter Deck. Wollen wir bei ihm? Nee, wollen wir nicht. Was ist eigentlich, wenn wir das hier anklicken? Ah, leck mich fett. Wir können selber hier... Ich habe keine Ahnung, wie. Ruder 5, Grad Steuerbord. Ruder 5, nein, ich... Folgt doch dem Kurs. Es tut mir leid, ich wollte keinen Befehl geben. Ich dachte, man könnte halt hier irgendwie mal manuell irgendwie... Aber ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung geht. Sorry. Aber cool, dass es geht. Finde ich ziemlich geil. Und hier auch, ne? Scheinbar. Na? Das ist übel geil. Der leckt mich am Arsch. Wir können hier tatsächlich Stück für Stück einfach... Nice. Ja, dann übernimm mal wieder deinen Job. Ich wollte den jetzt nicht wegnehmen. Ich wollte dir den Job halt auch nicht wegnehmen. So, dann... Sorgen wir nochmal dafür, dass der Kurs wieder eingehalten wird. Kurs und 20. 3. Nehmen Kurs wieder auf. Neuer Wegpunkt. Kurs und 30. Ja, guck mal, der sucht nämlich schon. Und da haben wir schon das nächste Kriegsschiff da hinten. Wie viel Wasser haben wir denn unterm Kiel? Kurze Nachfrage. 15 Meter, Alter. Jetzt hör doch mal auf rumzuheulen. Ist doch gar kein Problem. So, im Prinzip könnten wir ja mal wieder auftauchen. Ich meine, jetzt sind die, ist das Schiff ganz weit hinten. Ui, Handelsschiff. Handelsschiff. So, mal gucken, ob da einer von den Kreuzern zwischen ist, die ich brauche. Und ob vielleicht das Kriegsschiff, was da hinten noch rumtuckert, vielleicht sogar genau das ist, was ich suche. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Zwei Türme. Oder Peilung hier. Auf 10 Grad wahrscheinlich wieder. 20 Grad. So, aus was bist du? Du bist nämlich ein... Ist klar, ich wusste es. Handelsschiff. Und du da hinten bist auch ein Kriegsschiff. Nee, Kranelschiff. Ja, dann genau, wie gesagt, das ist... Genau das ist nämlich das, was ich meine. Den müssen wir zerstören.
Ja, wie wollen wir es am besten machen? Ich würde sagen, tatsächlich wieder tauchen und einfach mal reingrätschen, ne? Ich meine, die rechnen nicht mit uns. Ja, deswegen, ja, tauchen. Tauchen, eindeutig noch tauchen. Und dann zerstören wir den ersten Hilfskreuzer jetzt noch in der Weihnachtsfolge. Die ist zwar deutlich in der Überlänge, aber so ist es nun mal, ne? Handelsschiff? Ich weiß nicht, ob da noch was dazu kommt. Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn da noch einer liegen würde. Aber so wie es aussieht, ist es aktuell nur einer. Neuer Wegpunkt. Und unter Umständen müssen wir vielleicht nochmal wiederkommen. Ich weiß ja nicht. Neuer Wegpunkt. Kurs. So, dann machen wir Stufe 3. Halbe Fahrt voraus. Tauchen langsam ab. Da ist Rauch am Horizont. Kurs. Und geben ein bisschen Stoff. 7. Wir haben nicht genügend Wasser unter dem Kieler. So, und dann würde ich mal die Fähigkeit ganz gerne aktivieren. Ich meine, hier lohnt es sich ja auch tatsächlich. Ja, bitte, Herr Kaloin. Völlige Enttarnung war das, ne? Aber der hat nur noch einen Punkt. Völlige... Lage alle Kontakte auf der Karte zu sehen, während sie eine... Oh Gott, okay, speichert. Was haben wir hier? Durch seine Intention kann der Heuche versteckte Feinde auch dort andecken, wo vermeintlich niemand ist. Wir haben keine Punkte! Okay, der Heuche ist auf jeden Fall demnächst mal dran. Jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir nämlich mal in den Gefechtsstand und die Torpedos klar machen. Ja, komm. Darf ich? Hallo. Dankeschön. So, hoffentlich steht der Kollege immer noch da. Schiff in Sicht. Kurs 5, 9. Ja, er steht immer noch da. Ziel erfasst. Warte mal, sind das jetzt mehr? Erstmal, wie hat er Fahrt drauf? 0 Knoten. Wir haben nicht genügend Wasser unter dem Kieler Kaloin. Der stand doch definitiv nicht da, oder? Da bin ich jetzt blöd. Kinas, bin ich jetzt blöd? Sag mal an. Neuer Wegpunkt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ob ich noch ganz koscher im Kopf bin. Aber never, der war doch weiter hinten. Ja, wäre natürlich gut, wenn das jetzt noch... Ja, nice, da ist ja noch einer. Okay, das ist der, den ich nämlich vorhin im Ziel hatte. Das ist ziemlich nice. So, du bist hoffentlich als Kriegsschiff. Na, komm, weg damit. Nee, du bist als Handelsschiff. Du bist als Kriegsschiff. Warte mal, wir steuern erstmal das Kriegsschiff an. Aus Gründen. Genau, das ist das, was ich haben möchte. Sehr gut, dann Stoff dafür. Wir umfahren jetzt einmal ganz gut, ohne dass die davon Wind kriegen. Und da wir schön langsam sind, werden die es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Wie schaut es mit den U-Boot-Batterien aus? 27% leckt mich am Arsch. Wann haben wir das letzte Mal getaucht? Wann mussten wir denn so oft tauchen? Schiff in Sicht, Kurs 3. Ja, ich will im Prinzip eigentlich nur für den Anfang tauchen, damit wir nicht entdeckt werden. Langsame Fahrt voraus. So. Wir haben nicht genügend Wasser unter dem Kieler Kaloin. Ja, gleich geht die Batteriewarnung an da oben rechts. So, da vorne ist der liebe kleine Hilfskreuzer, der noch gar nichts von seinem Glück weiß. Hoffentlich auch nicht wissen wird. Wollen wir direkt zwei Torpedos verfeuern? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar gar nicht mal so ineffektiv ist. Denn nach dem ersten Mal wird er wahrscheinlich Gas geben und abhauen. Deswegen mache ich mal Salve an. So, hier. Wird geschlossen. Umschalten auf Salve. Nein, oh Gott, doch nicht alle vier. Bin ich bescheuert. Kinas. So. Einmal vorne und einmal hinten. Passt das so? Wir warten noch ein bisschen, bis wir näher dran sind, damit die nicht so arg streuen. Dann ist das ein bisschen zentraler. Ja, und das sind, wie gesagt, genau die Art von Schiffen, die wir hier kriegen müssen.
Schiff in Sicht. Kurs. So, und jetzt würde ich sagen, Feuer frei. Wenn wir das machen, dann gibt es kein Zurück mehr. Los. Rohr feuert. Zwei. Los. Bin mal gespannt, was passiert. Die teilen sich jetzt wunderbar auf. Einer links, einer rechts. Und der Schiff weiß noch nichts von seinem Glück. Kleine Fahrt voraus. So, jetzt haben sie gerade bemerkt, dass da was angerauscht kommt. Torpedotreffer. Moro 1, Moro 2. Und er läuft voll. Aber er säuft noch nicht ab, das ist das große Problem. Warten wir noch ein bisschen. Dann noch hier Krieg, Handel. Handel. Kriegsschiff. Dann gucke ich nochmal ganz schnell nach rechts. Ist das vielleicht sogar ein weiteres? Jawohl. Oh cool, wir haben den versenkt. Der ist abgesoffen. Der ist eiskalt, ist da abgesoffen, oder? Also wird mir auf jeden Fall hier versenkt angezeigt. Ist im Prinzip schon mal ein Anfang, ne? So, dann gucken wir mal schnell auf die Karte. Wenn wir, das wird nicht gewährt. Da gibt's Tote hier. Schiff in Sicht. Kurs. Ach komm, ernsthaft? Das wird nicht gewertet? Das ist jetzt echt Kacke, ne? Also, das ist jetzt nicht nur Kacke, das ist richtig Kacke. Ach, Kinders. Ja, dann wünsche ich euch erstmal nochmal einen schönen Tag. Wir müssen mal in der nächsten Folge gucken, wie wir das hier weitermachen. Versenken Sie 5 bewaffnete Hilfskreuzer. Ich hab den doch versenkt. Jetzt haben wir 2 Torpedos für nichts und wieder nichts verballert. Schade drum. Dann machen wir uns mal hier aus dem Gebiet und probieren es dann in der nächsten Folge nochmal neu. Es ist ärgerlich, ne? Macht nichts, euch noch einen schönen Tag und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und ach übrigens noch, ne? Schöne Weihnachten. Genießt das Fest der Liebe.